Extraction. Okay. Das lief doch einigermaßen gut. Die Bombe gleich beim ersten Mal war zwar relativ knapp, aber wir konnten sie dann doch noch entschärfen. Die Geiseln haben wir auch beim ersten Mal gleich befreit. Die wurde ja gleich von 5 Terroristen beschützt. Oder gefangen genommen, besser gesagt. Das lief ja einigermaßen problemarm. Jetzt müssen wir ja eigentlich irgendwie weg, oder? Abholzone aufs Dach, jawohl. Na, nicht, dass da gegenüber irgendwo mein Sniper ist. Oh. Scheiße. Okay, darüber. Oh, oh, da außen sind welche. Ich hoffe, unsere Jungs machen das. Bam. Jetzt nochmal eine Granate. Oh, oh. Sam Fischer war unterwegs hier. Oh. Solche Idioten kriegen gleich erstmal eine rüber. Bam. Okay, bis davor rücken, Jungs. Jetzt ist hier wieder Rambo 6. Was? Oh, oh. So, keine Ahnung, ob ich die getroffen habe. Wahrscheinlich eher nicht. So, bitteschön. Nochmal bitte eine Granate. Alter, die ging auf mich, du Depp. Oh, mein eigener Mann schmeißt mir das Ding in den Nacken hier. Wenn man so nette Teamkollegen hat. Dann weiß ich auch nicht. Okay, hier ist alles sicher, oder? Ach du Scheiße. Was war denn das? Okay, also das Dach müssen wir erst noch säubern. Hallo. Schaltet ihn zuerst aus. Er ist das zweite Ziel. Dann stellt er euch mal hier auf. Und ich gehe hier drüben lang. Und das sieht doch einigermaßen gut aus. Türladung. So. Jetzt ist eure Aktion da unten. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, hier kann ich nicht in Deckung gehen. Kommt schon. Oh, 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 oh. Den hab ich. Verdammte Axt, das sind aber auch viele. Jetzt blenden wir auch mal zurück hier, Freunde. Hat nicht viel gebracht. Mensch, bleibt doch in Deckung. Steckt er seine Rübe raus. Alter, der will nicht geblendet werden, oder was? Der hat da keinen Bock drauf. Okay, meine Jungs, die leben aber noch. Oh, der da hinten, die sind ja ganz beschissen dran. Keine Ahnung, wo die jetzt hinrennen. Okay, den haben wir. Boah, das waren aber echt viele. Was? Bisschen frühzeitig abgebrochen, oder? Ja, schön. Jetzt kommen sie wieder angeguckt, unser Hubschrauber. Hätte ja auch ein bisschen näher kommen können und uns ein bisschen Feuerunterstützung geben können. Hier. Und der Nachrichtensender, der flattert die ganze Zeit da oben rum. Okay, Jungs, man sieht sich.
Wir sind anscheinend jetzt ein bisschen allein unterwegs. Was ist das hier für ein Splinter Cell-Verschnitt? Wir haben Alvarez gefunden. Wo? Auf dem Clark County Flugplatz. Er will wohl außer Landes fliegen. Gary, hol mir Six ans Board. Bishop? Wir haben einen Passagier. Die NSA hat Alvarez lokalisiert. Alvarez ist nun deren Problem. Verstanden. Kommen zur Basis. Können Sie mich hier durchhören? Hey! Können Sie mich hören? Ich höre. Wir müssen jetzt handeln. In ein paar Stunden sitzt er im Flieger. Es wird mehr Angriffe geben. Ich kann Sie dabei nicht unterstützen. Wenn es hart auf hart kommt, hauen Sie ab. Gary, bring uns zum Flugplatz. Okay, dann machen wir das auf die gute alte Rambo-Tour. Dann ist jetzt hier nichts mit verdeckten Ermittlungen. Unsere Typen sind jetzt anscheinend auch nicht mehr mit uns unterwegs, sondern wir sind auf uns allein gestellt. Mit unserem Splinter Cell Man hier, mit unserem Sam Fisher. Ja, mal gucken, wie das hier wird. Also ohne meine beiden Typen bin ich ganz schön am Arsch. Aber irgendwie werden wir es auch hinkriegen, vermute ich mal. Ich hoffe, wir werden nicht allzu oft den Ladebildschirm sehen müssen. Okay, Clark County. Nevada. 3. Juli. Warum haben die Cabreros das getan? Die Angriffe scheinen so willkürlich. Vielleicht sind sie das. Vielleicht gibt es gar keinen Sinn dahinter. Na, das glaube ich schon. Theorie? Nein. Ach, und unser anderer Helikopterpilot, den haben sie einfach rausgeschmissen. Jetzt ist er davon alleine. Wir gehen vom Ölfeld rein. Wir sollten uns trennen. Ich arbeite besser alleine. Unauffällig bleiben. Wenn Sie Alvarez finden, kontaktieren Sie mich. Wir fangen ihn lebendig. Natürlich machen wir das. Oha, hier ist irgendwie die Kacke schon am Dampfen. Okay, das lassen wir alles so runter jetzt. Alles Gute ist, wir sind gut geschützt. So. Runter. Nehmen wir erstmal einen Schalldämpfer, wenn wir hier ein bisschen leiser vorgehen müssen. Bist du sicher, dass das der Ort ist? Oh, na klasse. Mit meinem dicken Schädel erstmal einen Pappkarton runtergerissen. Das wird unser Geld sein. Du willst doch bezahlt werden, oder? Natürlich. Ruf uns an, wenn er soweit ist. Bishop ist ganz in der Nähe gelandet. Bleib wachsam. Ah, hau doch nie ab. Oh, wieder nichts getroffen, nicht. Ich Hammer. Okay, das war's aber noch nicht. Hinten in dem Van werden wahrscheinlich welche drinne sein. Den ist er doch. Ah, die haben noch nichts gecheckt hier. Ne, die haben echt noch nichts gecheckt, ne? Und einmal rüber, bitte. Okay, das war relativ easy. Arschlöcher. Hä? Die sind drin, oder was? Ach, die wollten uns hier umgehen. Guckt euch das an. Und dann machen wir doch mal mit. Hä, gehen die jetzt wieder raus, oder was? Tatsächlich, jetzt sind die wieder draußen. Oh, jetzt stirb doch halt! Ich hoffe, das war nur der eine. Aber ich vermute es beinahe. Okay, dann gehen wir jetzt hier in diese Ölfabrik. Ich habe eine Menge Tangos bei der Ölraffinerie aus. Vielleicht ist Alvarez bei Ihnen. Verstanden. Ich untersuche den Flugplatz und melde mich. Oh. Bats! Den Hammer. Da ist keiner weiter. Da ist doch einer. Okay, der lebt aber noch. Der lebt immer noch. Alter, was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Jetzt, Mann. Oh, oh, da oben. Dich haben wir doch schon gesehen, Mann.
Und der nächste, bitte. Oh, keine Ahnung, ob es jetzt sicher ist oder noch nicht. Aber wir müssen ja eh ein bisschen vor. So, hier gehen wir einfach mal durch. Immer gleich nachladen. Jede Kugel, die man noch zurückhalt hat, bringt einem auch was. Okay, das war's aber anscheinend. Von wegen. Okay, den haben wir auch. Ausgezeichnet. Hinten ist keiner. Ah, oh, das ist schon echt spannend hier. Es ist eine gute Stimmung. Checkpoint. Ausgezeichnet. Na, da hinten ist doch einer. Oder ist das einer? Oh, Mann. Das war nix. Oh, oh. Kacke. Ja, totaler Kack. Die erste Murmel habe ich daneben gesemmelt und damit war es eigentlich schon besiegelt hier mein Ende. Die muss sitzen. Oder ich wechsle halt gar nicht die Waffe. Das Scharfschützengewehr ist hier nicht die beste Wahl. So, bitteschön, Junge. Machen wir es einfach so. Oh. Also die Granaten, ehe der das richtig wirft. So, jetzt nochmal. Was labert ihr? Da oben ist er. So, ausgezeichnet. Schnürsenkel aufgeschossen. Er schießt die Penner. Hä? Freunde, ganz ehrlich. Ich bin dahinter in Deckung. Und hab einen Helm auf, also. Ich weiß ja nicht. Das wirkte hier sehr. Also, da weiß ich gar nicht, was ich so sagen soll. So, bitteschön. Tja, wo soll ich denn hin? Hinter das Fass hier oder was? Da oben. Oh, da war er. Das Scharfschütze, genau du. Oh, ich kann halt nicht so genau zielen. Es geht nicht. Ihr habt es gesehen, er hat halt wieder so veraimt und ich habe ganz leicht angetippt. So. Ja, jetzt wechselt doch die Waffe. Wie oft soll ich denn hier noch auf Dreieck dreschen? So, den haben wir auch. Das sieht doch jetzt einigermaßen gut aus, oder was? Wir gehen mal oben rum. Ach du Scheiße, Mann. Renn, Mann. Renn. Sehr gut. Genau, ein Kopf getroffen. Okay, den haben wir auch gleich. Ist da unten noch wer? Oh Mann, ist das spannend. Ihr merkt, ich bin gerade wieder sehr leise. Ich möchte das hören. So, den haben wir auch. Gucken wir mal hier. Nicht das von der Seite, genau sowas. Oh, keine Ahnung, ey. Womit der da rumbratzt. Aber hier ist keiner weiter. Von wegen. Schmeiß mal einfach eine Granate hin. Okay, hat nichts gebracht. Wo ist der denn, Mann? Hm, war ja klar. Tja, aber treffen tut man ihn so definitiv nicht. Gehen wir einfach mal runter. Oh, klasse. Oh, ich könnte mir so einen Arsch treten für so eine Dummheit. Und natürlich muss man den ganzen Müll wahrscheinlich nochmal machen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich an diese Stelle schon wieder erinnern. Beim ersten Mal durchspielen. Es war Kacke.
Hals, versteck dich nicht. Bitteschön. Geh hoch, Mann. Bam. So, jetzt ist der da oben dran. Ausgezeichnet. Okay, hier spawnen sie definitiv immer wieder an derselben Stelle. Aber wo war der jetzt da hinten? Ja, was ist denn das für einer? Bitteschön. Oh Mann. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. So, gibt's einmal eine Granate für euch da unten? Geh hoch, Mann. Sehr gut. Das waren drei. Genau, drei waren da. Da hinten, da spukt doch schon einer rum. Oh, oh, oh. Los, geh in Deckung wieder. Okay, ich hab... Da hinten war noch einer. So, bitteschön. Oh, bitte mach den platt da. Ausgezeichnet. Wer trifft mich da? Mann, 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 Mann. Da geht er mal in die Ecke da. Was soll denn das? Wo ist der denn? Oh, ist das spannend hier. Bam. Ich hoffe, jetzt ist es sicher. Dieser Bock, ey. Wenn ich ihn sehen würde, ne? Ich sehe es halt wirklich gar nicht. Das ist irgendeine Kiste, oder? Was ist denn das? Bitteschön. Ach, das ist... Oh, geil. Ich habe mal noch getroffen. Was ich ein bisschen nerven finde... dass wenn die an einem Geschütz stehen, dann kann man die anscheinend irgendwie nicht blenden. Hier ist keiner weiter. Alter, Blende! Jetzt sehe ich ja keinen. Oh Mann, ich muss weg hier. Oh fuck, das war's wieder. Kam hier von... Was machst du denn jetzt hier? Oh, da ist ja noch einer. Den haben wir auch. Du Scheiße. Oh, oder unten. Ich treffe ihn auch nicht. Hat er jetzt dieses blöde MG oder was? Oder nicht? Sag mal, wo landen denn meine Murmeln immer? Okay, das war's, das war's. Bitte, bitte, lass da hinten irgendein Checkpoint sein. Ausgezeichnet. Moment, ich rufe zurück. Ich hab hier vielleicht was. Alleine ist das echt knackig hier. Also, meine beiden Typen haben mir echt gut geholfen. Was macht er da? Oh, oh, oh. Und das Blöde ist, ich habe halt mein Radar jetzt nicht. Du, die haben auch alle weggebratzt. Ja, wir gehen lieber mal ganz hinten rum. Hier ist aber keiner weiter. Haben wir eigentlich noch eine Sprenggranate? Eine. Das ist ja nicht gerade viel.